Annette, ich würde dich gern wiedersehen. Ich dich auch. Liebsten nicht morgen. Hast du nicht irgendwie Lust? Ich meine, wir können doch was essen oder vielleicht ins Kino gehen. Ins Kino? Ja. Wieso nicht, Malte? Da gibt's bloß noch was, was ich mit dir besprechen muss. Mein Vater ist ein bisschen... Er ist Richter, weißt du? Er möchte dich sicherlich gerne kennenlernen. Guten Abend, ich bin Malte. Ich wollte zum Abendessen vorbeikommen. Ich hatte mit ihrer Tochter schon gesprochen. Ja, hallo. Ich bin Annettes Vater. Annette? Warten Sie kurz hier. Annette! Annette! Ja, was ist denn? Annette. Ja, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Der junge Mann ist jetzt da. Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich bin gestürzt. Vater! Die Knie. Ganz aufgeschürft und blutig. Schau nur, Annette, das Fleisch. Malte, was... Was schaust du mich so an? Malte, was du machen wir jetzt? Du nimmst dein Vater nochmal hoch. Oder hast du das nicht mehr nötig, jetzt wo du deinen tollen Rapper gefunden hast? Oh, kommen Sie doch mal hoch, Herr Schaffershausen. Halten Sie sich fest an meinem Arm. Ja. So. Mensch, Papa, was hast du denn gemacht? Du siehst ja aus, die Knie alles aufgeschürft. Nun komm doch mal langsam an den Tisch, das Essen ist fertig. Das riecht ja, du. Oh, das riecht ja gut. Lecker. Da hast du dir aber Mühe gegeben. Oh, das sieht aber lecker aus. Was ist das? Würsingkohl. Mit Rahmsoße, das ist so eine Art Sauce Hollandaise. Und dazu Sauerbraten. Und für Papi ein Bier. Papa will was sagen. Ja, Papa, was ist? Sie gehen also heute mit meiner Tochter aus. Ja, was machen Sie denn sonst so? Ich rock das Haus. Nee, Sie verstehen nicht. Ich meine, was machen Sie denn beruflich? Ich versuch mich als guter MC, klingt gut, nicht? Vermutlich gehören Sie zu den Berühmtheiten, die auf Bühnen steigen, hinter den Ohren doch ewig grün bleiben. Jedenfalls nicht zu denen mit Schrebergarten. Was? Bürojob und Wochenendhaus in Bremerhaven. Typen wie Sie landen doch in der Klinik mit Leberschaden oder wegen Steuerhinterziehung im Peterwagen. Das kann jeder sagen. Und die ganzen Weibergeschichten? Ja, auf meine Tochter müssen Sie wohl leider verzichten. Und wenn ich's nicht tu, dann werd ich in die Knochen verdrehen. Annette, reichst du mir mal bitte das Kartoffelpüree? Ach, ungeflogen auch noch. Dort ist die Haustür. Annette, würdest du deinen Besuch jetzt bitte rausführen? Ich wollte mit ihrer Tochter doch nur einen Film gucken. Und danach womöglich auf ne Party und Pillen schlucken. Jetzt hat sich meine Tochter einen Rapper geschnappt. Wieso mäkelst du? Weil mir seine Fresse nicht passt. Etwas besseren Geschmack hätte ich dir zugetraut. Mein Täubchen in meinem Kopf hat sich Blut gestaut. Ja. Ich wollte zu Gabi, ist die da? Wie Gabi? Wer sind Sie denn? Philipp. Ach, ihr von sag mal schnell hier, von Elektroservice oder was? Nee, ich wollte Ihre Tochter abholen. Ja, davon haben Sie mir nichts erzählt. Ja, können Sie mich sonst vielleicht reinlassen, weil das hier tierisch kalt ist? Nee, also nicht so voreilig, junger Mann. Ich bin ja kein Obdachlosenasyl. Ja. Ich weiß. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, lassen Sie mich doch sonst erstmal rein. Ja, aber nicht, also ich lasse Sie erstmal rum rein. Moment. Ja, das geht nicht. Was geht nicht? Die Tür geht nicht auf hier. Das ist keine Knopf, oder? Müssen wir auch nicht drücken. Ja. Geht das, muss ich da irgendwie doll drücken, oder? Ja, das kann man ja. Nochmal. Ja, boah. Schon an der Tür wollte der Typ meine Adresse notieren. Mit dem Gesichtsausdruck, als würde mir gleich die Fresse polieren. Ich dachte mir, hier kommst du nur durch, wenn du ganz hart bleibst. Junger Mann, haben Sie eigentlich einen Finanznachweis? Wieso? Ich will hier doch jetzt keine Wohnung suchen. Doch bis zur Hochzeit werden Sie, Gabi, nur auf Fotos schnutzen. Er war Beamter. Ende 50, der auf Schnulzen steht. Der, wenn einer in sein Tulpenbeet tritt, gleich zu den Bullen geht. Er war ziemlich aufgeregt und wirkte angestrengt. Doch als die Glotze lief, gab's das erste Stammgetränk. Und bevor ich Danke sagte, hatte ich schon einen Korn im Rachen. Fußball und Eik sind die Sachen, die mich sportlich machen. Was ich nicht wusste,
Heute war Showtime beim UEFA Cup. Zur Feier des Tages gab's Rotwein im Tetrapack. Und als Yeboah fleißig war und direkt auf den Torwart schoss, sagt er nur: Oh, jetzt ein Wodka Gorbatschow. Ich wär gar nicht erst gekommen, wenn ich gewusst hätte, was da abgeht. Und vor allem nicht, wenn so ein Typ völlig besoffen am Rad dreht. Der Kaffee ist sowas von gut. Ich hab überall probiert, den zu kriegen. Ich war im Hanseviertel. Haben sie nicht. Ich war bei Feinkost Gerber. Haben sie nicht. Ja. Du, Lena, das kann ich mir vorstellen. Den habe ich nämlich von Feinkost Würzer. Feinkost Würzer. Ein hervorragender Laden. Ja, und die Bedienung sowas von freundlich. Oh, der Alfred packt mir immer noch 100 Gramm mehr ins Bäckchen. Und ich sag noch, Alfred, Sie sind ein Schatz. Ist es schon nach 4, sagt man? Ja, 4:10 ist es. Ja, weil mein Mann hat heute... Habt ihr denn den offenen Kanal hier? Kriegt ihr das rein? Soweit ich weiß, haben wir alle Programme. Ja, weil mein Mann hat heute eine Sendung. Was hat dein Mann heute? Mein Mann hat heute eine Sendung. Wie hat dein Mann heute eine Sendung? Wieso ist der denn im Fernsehen? Der ist doch Pastor. Er rettet verlorene Seelen. Und wie geht's deiner Tochter? Ich hab die ja jetzt gerade vor 2 Tagen gesehen in der Gerdhof-Passage. Mit einem jungen Mann an. Er war neulich bei uns, aber das ist ein Pflege, sag ich euch. Das habe ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte den ersten Kontakt am Sonntag beim Mittagessen. Pastor Reims Wortschatz beschränkte sich auf seine Telemesse. Halleluja, lass mich deine Seele retten. Seine Tritten knirschten schon, der erste Bissen blieb mir in der Kehle stecken. Der Typ flashte auf Zucht und Ordnung in seiner Bibelgruppe und ich konzentrierte mich weiter auf meine Zwiebelsuppe. Nach dem Gebet erzählte ich Erika Stiefvater, dass ich Hip-Hop mach und genüsslich über Beats laber. Ist das nicht sowas wie Genesis und Deepest Mode? Mit so einem Teufelzeug verdient die ja täglich Brot. Er sagte, schämen Sie sich. Und dass er uns Rapper kennt und zitierte mit vollem Mund aus dem Alten Testament. Ich verschaff ihm persönlich eine Ausbildung als Messdiener, damit die nicht auf der Straße enden als Crackdealer. Als ich so mit ihm weiter über Gott und die Welt laber, lädt der Typ mich ein ins evangelische Zeltlager und empfiehlt ein Jahr auf der Martin-Luther-Highschool. Von wegen, da gibt es in jedem Klassenraum einen Beichtstuhl. Mit ihm konnte man nicht über Gott scherzen. Eine Frage bereitet mir deshalb große Kopfschmerzen. Habt ihr denn den offenen Kanal hier? Kriegt ihr das rein? Verkauft. Ah, Amen. Gott segne dich. Gott segne. Noch ein Zeugnis. War heroinabhängig. Und Kokain und AIDS. Und LSD. Ich bin seit 2 Jahren nur ruckweise frei geworden. Und in Frankfurt bin ich ganz frei geworden. Halleluja.